Die Alarmierung unserer ersten Kräfte war um 15.17 Uhr. Die Bevölkerung ist hier letztendlich direkt vor Ort gewarnt worden. Durch die enge Bebauung ist das also sehr schnell, hat sich das hier sehr schnell rumgesprochen, sodass also da eine weitere Warnung halt aktuell nicht erforderlich war. Thank you.
los. Nach dem Thank you.
Jens Jergströter, stellvertretender Kreisfeuerwehr-Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Ennepe-Ruhr. Ja, wir sind heute Nachmittag hier nach Schwelm alarmiert worden um 15.17 Uhr mit dem Stichwort Brand auf einem Balkon im ersten Obergeschoss. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich dieser Brand bereits auf zwei angrenzende Dachstühle ausgebreitet, die entsprechend im Vollbrand standen. Unsere Aufgabe beschränkte sich also da im ersten Abschnitt auf eine Riegelstellung. Wir haben hier massiven Kräfte- und Materialeinsatz vorgetragen, um die enge Bebauung hier zu schützen, um ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude eben zu verhindern. Wir hatten direkt im ersten Angriff 4 B-Rohre, mehrere C-Rohre im Einsatz, die zum einen eben diese Riegelstellung aufgebaut haben, die das Übergreifen der Flammen verhindern konnten. Wir konnten also wirklich mehrere Gebäude im direkten Umfeld auch schützen und halten. Und im weiteren Verlauf dann auch die Brandbekämpfung in den beiden Dachstühlen vornehmen. Dazu wurden parallel mehrere Drehleitern auch überörtlich angefordert und auch hier in Stellung gebracht, sodass also auch von 3 Drehleitern über 3 sogenannte Wenderohre die Brandbekämpfung hier unterstützt wurde. Wir hatten also in der Spitze 7.000 bis 8.000 Liter Wasser in der Minute, die also zur Brandbekämpfung und Eindämmung des Feuers hier genutzt wurden. Zum Einsatzzeitpunkt waren glücklicherweise keine Personen mehr in dem Gebäude. Mehrere Anwohner werden derzeit betreut. Wir haben eine Betreuungsstelle eingerichtet. Das DRK unterstützt uns hierbei. Die Brandbekämpfung ist also hier weiter im vollen Gange. Neben der Feuerwehr Schwelm kam also auch überörtliche Hilfe aus Ennepetal und auch aus Spruckhövel. Die Feuerwehr Wuppertal eben mit einer weiteren Drehleiter unterstützend, sodass wir also hier sehr, sehr schnell mit einem massiven Personalansatz vor Ort waren, um halt eine Ausbreitung zu verhindern. Die Einsatzdauer wird hier noch mehrere Stunden betragen. Wir werden auch im weiteren Verlauf des Abends eine Brandsicherheitswache hier vor Ort stellen. Des Weiteren ist ein Bausachverständiger des Technischen Hilfswerks angefordert, um die Statik des Gebäudes auch zu überprüfen, um dann auch letztendlich die weitere Vorgehensweise und Nutzung des Gebäudes hier beurteilen zu können. Also insgesamt betroffen sind 2 Dachstühle und somit halt 2 Gebäude, die im letztendlichen Versatz in direkter Bebauung stehen und angrenzend halt mehrere denkmalgeschützte Gebäude, die halt gehalten werden konnten, das Übergreifen der Flammen halt hier verhindert werden konnte. Also über die Brandursache können wir derzeit noch keine Aussage treffen. Die Polizei ist hier also mit der Brandursachenermittlung und auch Ermittlung der Schadenshöhe beauftragt und wird dies entsprechend auch hier umsetzen. Also es ist eben entsprechend auf einem Balkon gemeldet worden. Die Meldung kam eben über Anwohner bzw. in der Umgebung wohnende Personen, die das vorher gesehen und gemeldet haben. Nein, also das war letztendlich die große Herausforderung, eben die enge Bebauung. Aber der Lage konnten wir sehr schnell sehr gut Herr werden, eben durch den hohen Personalmaterialansatz und konnten da eben dieses Übergreifen auch verhindern. Genau, die Einsatzdauer wird hier noch mehrere Stunden betragen mit entsprechender Stellung Brandsicherheitswachen, sodass wir also da noch keine genaue Zeit absehen können.